Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier zum Arsch. Ja, ich bin gerade bei und richte mir einen Traktor ein für Dieseltransport. Und stelle mal so fest, Rückwärtsfahren ist nicht lustig. Jedenfalls werde ich mal ganz kurz hier wieder abhängen, um das Gewicht besser anzuhängen. Um das Gewicht besser anhängen zu können. So immer langsam. Ich habe mal auf den Gewichtsunterschied vom Fan. Da wir ein Fan fahren, ne? 1800 Kilogramm. Es gibt auch für 2,5 oder so. Aber denk mal, hier wird 1000 Euro. Falls wir eins brauchen, ne? Für die allermeisten Fahrten brauchen wir eh eins. Hier vielleicht nicht so, weil es auf zwei Achsen liegt, ne? Also mehr Gewicht auf die Räder vom Anhänger. So, ab zur Dieselfabrik. Der Raps Fahrradmeld Blocking. Wahrscheinlich ist der Raps alle. Oder es ist unwahrscheinlich, dass der Diesel da ist, was er nicht verarbeiten kann. Oder voller Kompost. Kompost ist aber bald ein Stichwort, der soll verarbeitet werden. Und zwar nicht als Dünger, sondern als, ja, für eine Produktion, ne? Und zwar, habe ich überlegt, könnte ich da Wechselhäuser aufbauen. Das ist mein Gedanke, dass man da demnächst was plant, um das entsprechend zu verarbeiten. Ich habe ja auch Kompost noch in der Zuckerfabrik. Das muss ja irgendwo hin, ne? Verkauf wäre es zu schade, da bringt ja nichts ein. Ja, gut, und Düngen, und ja, hätte man nehmen können. Kann man nehmen, aber warum so kompliziert? Mit Düngen haben wir noch andere Fahrzeuge da, ne? Und deswegen, oder Kompost, also Silage, Gärreste zum Beispiel, oder Gülle halt. Und Gülle kommt auch alle die BGH. Und Gülle haben und so. Haben wir in der Regel nicht, aber wie meiste geht halt. Wieso wachsen meine Bäume nicht, Junge? Ob das an den anderen liegt? Keine Ahnung. Mal sehen. Ja, der nächste Winter kommt garantiert. Ja genau, hier sind wir. Richtig. Ja, erst wollte ich das Wasserfass nehmen. Das Wasser wollte ich reinkippen in der Brauerei, ob im Grunde richtig ist. Wasser kommt da ja rein mit dem Wasserfass. Jetzt gucken. Nee, hier steht er nicht. Der Rapsfahrer wird dann im Silo stehen, wird alle sein. Kriegt er nicht voll. Und hier haben wir jetzt drin Diesel. 200.000 fast. Und Raps ist da noch gut gefüllt. So. War das hier? Mal gucken, wo wir das auffüllen können, ne? Also irgendwo ein Punkt sein, wo man auflangen kann. Na gut, hier vorne müsste eigentlich sein, beim Dieselfass. Und da ist ja so ein... Ah, hier. Merken. Groß einfahren soll ich erstmal nicht machen. Das lohnt sich im Grunde auch noch nicht. Also nächsten Jahr. Da wo die Getreide... Ich habe ja recht viel Raps, ne? Also da wo Getreide war, ist überall Raps. Und Kalk wird aufgefüllt und Blocking deswegen. Nächste Mal auch Blocking, Mist. Da wird Mist wahrscheinlich in der BGH voll sein. Und der andere Rapsfahrer, der ist fehlt im Wasser. Ist der andere, ne? Irgendwie, ne?
Zeon ist kalt. Der fährt. Ja. Der Maximum ist ja für Wasser zuständig. Oh, Diesel ist voll. Aber wie gesagt, hier. Diesel fahren. Kompass eher wahrscheinlich. Mal sehen. Ah, da muss ich mal sehen. Wann ungefähr das Sinn macht, ne? Ich fahre erstmal rüber zum Kiesberg. Wahrscheinlich auch eher links rumfahren. So. Weil das ja eher besser eine Kurve rumkommt, ne? So, 63 Tonnen, das ist schon gewaltig. Ich meine, gut 70.000 Liter Fass gibt es in reell für Wasser, glaube ich, und Diesel nicht. Die haben alle weniger. Ist ja logisch. Ist ja mengenmäßig begrenzt, ne? Also vom Volumen her. Wir können mal ganz kurz gucken hier bei der BGH, ob er da steht. Ne. Guck mal ganz kurz nach, ob hier Platz wäre. 0, 0, 0, 0. Also ich habe 0 gesehen. Gut, da wird er stehen am Hof. Und wahrscheinlich ist der Mist dann alle. Dann werde ich den mal ganz kurz besuchen und auf Stall 1 einstellen. Oder Grünschnitzel von der Zuckerfabrik. Da ist ja egal, da ist ja, ob das ist der BGH völlig wurscht, ob der Hänger mit Mist verschmutzt ist. Ne? Also, ich müsste auch Dünger noch verkaufen. Das wollte ich ja zuerst machen. Ne? Na gut, das muss ich aber zur letzten Folge auf jeden Fall machen. So. Oh, das Acker wollen wir nicht fahren. Ja, unser Kalkfahrer kommt mir gerade entgegen. Ne? Also ungünstigerweise. Das ist der Dolly. Blockiert. Das ist so ein Da muss ich mal den gutes Stück verschieben. Ich kann jetzt das Teil verschieben und zwar diesen Aufsatz nach vorne und nach hinten. Bin mir nicht ganz sicher, was gut und schlecht ist, ne? Nach vorne geht auf jeden Fall. Wahrscheinlich eher ein Fehler vom Mod. Hebt er ihm aus. Vielleicht ist er gut so. Dass er die Kurve schaffen kann. Mal schauen. Mal vorne. Das ist nicht schön, ne? Nur weil er... Das hatte ich schon mal irgendwo gehabt. Ja, jetzt habe ich ihn... ausgeklickt. Gut, ja, nicht gut. Düngerverkauf? Ja, nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte Mistfahrer gucken, was los ist. Ja. Jetzt wird uns um Nacht, ne? Nachts wollten wir schlafen.
Aber es ist ja erst 19.53 Uhr und wir haben frühen Herbst. Ist ja noch hell zur nächsten Folge, dann, wenn die Zeit reif ist, ne? Warum zickt er so? Muss ich mir einen anderen Dolly kaufen? Weil er nicht mag. Dann gucken, ob ich das Ding nach hinten schicken kann, nach vorne. Ob das besser ist. Wahrscheinlich kann ich nur verschieben, wenn das Ding ausgeklinkt ist. Dann mag es vielleicht besser sein, ne? Vielleicht. Ich wollte ja nur herfahren wegen Mist. Also nachgucken, ob der Junge keinen Bock hat. Oder weil kein Mist da ist. Sag Kuh. Hier ist das Gras weg. Kuh, hier ist das Gras weg. Meter nach rechts ist klüger. So, das scheint hier. Das scheint nicht, nun ist so. Wir nehmen jetzt. Das war Stall 1. Du nimmst nur Stall 2. Und zwar. Wo ist die Maus? Da. Ist ganz wichtig. Ausschalten. Das ist nicht wichtig, aber die Maus muss gucken, wo die ist. Sonst geht es um Nachbarbildschirm und dann geht er. Der Spielrechner. Spielmonitor aus, beziehungsweise Desktop erscheint und dann gibt es kurzer Ruckler bei der Aufnahme. So. Und das wollen wir ja nicht. Das Spiel läuft zwar weiter, aber ganz kurz, durch den Wechsel und wieder ganz kurz. Also viel Mist ist nicht da. Wahnsinn! Ach, Winkel ändern mit Z? Wollen wir gar nicht, ne? Tja, liebe Kühe. Da zieht. Hier müssen wir ganz kurz hin weiterfahren. Sonst. Der hängt ja vorne in Luft, ne? Ja, das war so nicht vorgesehen. Der sollte normalerweise vorne runterklappen. So, hüpfen. Geht auch nicht. Gut. Ist halt so. Nicht optimal. Beim nächsten Mal fahren hängt er dann mittendrin. Gut, da wird er voll werden, ne? Wieder der durchdrehende Reifen jetzt. Das ist nicht gut. Muss ich einsteigen und mit der Maus anklicken, da weiß ich, wo ist. Warum? Ja. Das ist auch Feld Nummer 2. Hier müssen wir gleich schräg gefahren. Dann kommen wir auch hoch. Ist die Fall die richtige Richtung oder die andere Richtung? Das ist die verkehrte Richtung. Das ist auch ganz vorne, wenn wir anfangen, oder? Mal gucken. Bei Kalk kann man das schon erkennen, ne? Bei Dünger ist es ein bisschen schwieriger. Es sei denn, ist gerade. Es wächst noch nichts, dann kann man es auch erkennen an der Verfärbung. Aber ansonsten, er hat gerade frisch geholt und wollte wenden. So. Oder er wollte irgendwo einen Punkt nehmen, wo er anfangen konnte. Ja, gut. Ja, ist halt so, ne? Dieselfahrzeug.
Dann der und der arbeitet und dann haben wir Diesel. Nicht zurücksetzen, um Gottes Willen. Du kannst nachher auch noch ein bisschen. Ja. Gras mähen. Wir bringen Diesel mal hin zum Kiesberg. Dann kann er über Nacht entsprechend produzieren. Und dann können wir in aller Ruhe schlafen. So. Wenn Dolly so stark Schwierigkeiten macht, dann wollen wir überlegen. Da würde ich wahrscheinlich mal wo das schön farblich passt, ne? Ärgerlich. Geradeaus fahren wird er gehen. Müssen wir halt einen LKW nehmen dafür. Ja. Haben wir Licht? Hatten wir Licht. In an sich. Auf zum Zementwerk. Natürlich vor das Kieswerk. Zementwerk brauchen wir nicht anfangen. Kieswerk. Das können wir auch machen. Stören. Gas geben, Junge. Gas, Gas, Gas. Außer können nicht zu hell. Das ist so eine Sache mit der Beleuchtung. Schwierig. Aber ist halt so, ne? Bei Tageslicht ist es ein bisschen schwierig. Jetzt ist es eh doch dunkel. Zappen düster. Bei plus 7 Grad. Hey, das Zeug wächst auch nicht irgendwie. Weiß auch nicht. Ob das im Märchenmodus anders funktioniert, ich wurde da schon gewachsen. Gut, das sind 2 Jahre gegangen. Ja, was muss sagen, da haben wir auch geregelt ab 20 Uhr mit 30 und dann nachher mit 5, immer 5, ne? Also nicht hier in der Ernte auf 1. 1 in Ausnahmefällen, wenn wir gerade beginnen neu, damit sich einer wieder reinfinden kann, dann nachher auf 5 und dann nachher, ich mache hier bei Bedarf auch nur auf 1, ne? Und dann geht ja nichts voran. Ist ja so. Aber es bringt hier auch nichts, wenn wir uns hier auf Fett, auf Stress, außer nur die Bäume wachsen so ungefähr. Und nachher bleibt ja unsere Arbeit liegen. Oh, Quatsch. Aber dafür wird nachts geschlafen, das ist dann alles von Sekundensache. Ne? Altsteuer arbeiten, alles gut. Dann wird Feld 2 noch fertig und Feld 3 sicherlich auch. Und nachdem ich hier diesen abgeliefert habe, das Zehren ist fertig, passt. Der Fett ist schön also stabil auf der Straße, ne? Also kein Schlingern, kein Eiern. Das geht. Gas wegnehmen. Also die neue Lenkung und die neue Bremse wirkt etwas besser als die alte. Ob das an neu liegt oder an ja, an eine andere Produktionsweise, ich weiß es nicht. Es kann natürlich sein, wenn das alte entsprechend in der Zeit ja, Verschleiß, Bremse und so. Kann ich mir so nicht vorstellen. Aber so ein Prozess, wenn es Verschleiß sein sollte, ist ja ja, was von man merkt man hier so nicht, ne? Hier ist von der Bremse von Gas. Aber wenn es nicht anders gewohnt ist, dann ist er trotzdem. Dann lässt er sich noch lenken. Anscheinend ist die Position jetzt besser. Gut, wir gehen jetzt rein, habe ich noch Zement
Piesberg. Klar, die Fahrzeuge waren auf Diesel, ne? Und fahren die ja nicht. So, da sind wir. Stehen auch nicht im Weg. Hier wäre LKW besser gewesen. Das wird schwierig jetzt, um da hinzukommen. Mit dem Heck wahrscheinlich. Machen wir es ja mal, ne? Vielleicht geht schon früher. Drücken wir wieder R. Na, geht nix. Ja, da ist das Symbol. So. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann seid mal schön. Ich wollte mal hier sagen, gute Nacht, aber ist ja Mittagszeit, ne? Ja, dann seid mal tschüss, mal ciao. Ja, jetzt kann er wieder Kies und Sand produzieren. Man, da hat er noch viel da, aber wie gesagt, dann haben wir mal eine Weile Ruhe. Ja, tschüss, ciao. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ne? Donnerstag. Ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Tschüss. Und noch ein dickes Dankeschön fürs Einkommen. Tschüss.